Servus und hallo hier aus dem Jahnstadion zum 1889 FM Aftermatch Talk. Direkt frisch nach dem Spiel mit allen Eindrücken, Emotionen und Einschätzungen vom Turmfunk-Team. Ich bin der Flo und neben mir ist der Daniel. Und als Stargast haben wir heute noch den Robert mit ins Boot geholt. Servus zusammen. Der Stargast. Der Host als Stargast. Ich und der Daniel haben es gerade so ein bisschen abmoderiert im Turmfunk. Wir können eigentlich ums 1-1 froh sein, muss ich sagen. Ist das auch deine Einschätzung, Robert? Ja, ich war eigentlich absolut schon heiß vor dem Spiel und begeistert, was für eine Stimmung in der Stadt ist. Man hat es wirklich auf der Busfahrt hierher, jeder Zentimeter der Stadt hat sich auf dieses Spiel gefreut. Ich glaube, zum Stadion-Einlass war noch nie so viel los. Bei den Drehkreuzen, die Stimmung am Turm war fantastisch. Also das war heute ein absolutes Fußballfest. Ich finde, die erste Halbzeit hat das Fußballfest auch noch bestätigt, vor allem wegen den Rängen. Beide Seiten super geile Stimmung gemacht. Aber man muss schon sagen, die 60er sind besser ins Spiel gekommen. Sie haben die zwei größeren Chancen in Halbzeit 1 gehabt. Wir sind hauptsächlich über den Kampf gekommen. Die 60er haben uns den Ball überlassen, haben den einen oder anderen Konter gefahren. Aber wir sehen auch die Qualität, was wir am Anfang der Saison hatten. Und sorry, das ist Gebhardt. Das ist so mein Hot, also nicht mein Hot Take, sondern mein Take. Wie seht ihr es hier? Ja, ich habe es so ähnlich beobachtet. Also die ersten 25 Minuten sind die Löwen besser ins Spiel gekommen. Du hast schon gesagt, sie haben uns ein bisschen den Ball überlassen und uns damit auch wieder ausgecoacht fast. Also sie wissen, dass wir natürlich dann schon nach vorne spielen, dass wir Räume öffnen. Der Bulic rückt auf, der Geipel rückt auf, die Flügel sind vorne drin. Wenn wir dann den Ball verlieren, dann waren wir teilweise sehr, sehr offen. Das haben sie dann gut ausgespielt in zwei, drei Situationen. Die dickste Chance war natürlich die gleich in der 5. Minute durch von Lackenmacher. Da, wo es eigentlich 1-0 stehen muss, wo ein guter Torjäger auch das Tor treffen muss, er schießt halt dann den Gebhardt an. Ist wieder der Klassiker. Versucht den Torwart zu tunneln. Aber es geht halt gegen den guten Torwart meistens gegen nicht. Gegen Gebhardt nicht. Der hat ihn halt direkt angeschossen. Gebhardt hat es aber auch gut gemacht. Er ist ruhig geblieben, er ist rausgekommen und dann kann halt der Lackenmacher, muss ihn halt irgendwie aus Eck zimmern und das hat er nicht gemacht. Da muss eigentlich schon 1-0 stehen, dann ist das Spiel ein bisschen abgeflacht in der Lauf der ersten Halbzeit und was mich halt auch negativ stimmt, so nach dem Spiel, der Jan hat es nicht geschafft, sich kreativ irgendwelche Chancen rauszuarbeiten in dieser ersten Halbzeit, oder Daniel? Insgesamt, ich denke, das kann man auf die zweite Halbzeit auch ausdehnen, dass das offensiv ausbaufähig war, vor allem ab 20 Meter vor der Kiste. Da kamen zu wenige Tempoläufe, solche einfachen Spielzüge wie Kreuzen und Doppelpässe hat man kaum gesehen, bis gar nicht gesehen, auch wenn Dominik Hoter, der für sowas eigentlich immer gut ist, war heute größtenteils abgemeldet. Dann kommt hinzu, wenn das aus dem Spiel nicht läuft, dann musst du über Standards kommen und da wird mir Andi Geipel, sollte er es hören, wahrscheinlich recht geben, die waren heute auch nicht von der allerhöchsten Kategorie, die er da heute getreten hat, diese Dinger. Und so lief offensiv relativ wenig zusammen. Ich will mich auch an das Sonderlob an Felix Gebhardt anschließen, denn gut, bei diesem Lackenmacher-Ding, da kann er nichts anderes machen, als sich irgendwie hinstellen und hoffen, dass er angeschossen wird. Du musst wird. Halt dein Knie auch so runterbekommen, damit du den Tunnel nicht fängst. Ja, wobei du für den Lackenmacher auch sagen musst, hey, ja, du hast die ganze Kiste frei, du kannst doch da den Torhüter nicht tun. Ja, klar. Vor allem, weil Lackenmacher ja nicht direkt vor Gebhardt stand, sondern da noch viel Abstand war, aber das wird er selber am besten wissen. Viel, viel Glück, das muss das 1-0 sein, ohne Wenn und Aber für den TSV 1860 und ansonsten war es für mich, vor allem in der ersten Halbzeit, hohe Intensität, Tempo war okay, Hochkaräter waren Fehlanzeige bis auf das Lackenmacher-Ding, Zweikampfintensität war sehr gut, hinten raus wurde es dann auch nochmal hitzig in der Hoffnung, dass zu Beginn von Hälfte Nummer 2 da mehr kommt und da kam dann auch mehr, aber was am allermeisten kam aus Regensburger Sicht war Konteranfälligkeit. Und mega Ballverluste im Spielaufbau, das kam nicht von ungefähr, dass das 1-0 fällt, weil Salah wieder als letzter Mann auf der Außenlinie den Ball verliert, sehr unglücklich verloren, aber ich meine, genau so haben wir uns das, glaube ich, 2-0 in Lübeck kassiert oder sogar das 1-0 und das darfst du als erfahrener Spieler, darfst du, wenn hinter dir im Rücken keiner mehr steht, darfst du nicht an der Außenlinie, weil du unbedingt noch ja ins Tempo gehen möchtest, den Ball verlieren. Das ist einfach verboten, deswegen wurde da, glaube ich, auch nach 60 Minuten ausgewechselt, weil das auch im Kopf dann rumschwirrt und natürlich hättest du so der Restverteidigung, Bräunig hätte nochmal die Chance gehabt, glaube ich, da hinzugehen, aber aus dem Tempo haben wir uns halt das 1-0 da gefangen und ich fand es so ärgerlich, weil das ist wieder so grasvermeidbar gewesen und ein erfahrener Spieler darf im Spielaufbau nicht solche Fehler passieren und danach waren wir völlig von der Rolle, völlig. Wir wussten 15 Minuten gar nicht mehr, wie uns geschieht. Du hast so richtig gemerkt, jeder hatte echt Angst, dieses Spiel zu verlieren und was glaube ich für mich so der Moment war des Umschwenkens,
als Bulic, ich weiß gar nicht mehr ganz genau wann, aber sogar die VIP-Tribüne gesagt hat, jetzt wacht's mal wieder auf. Und das hat er immer wieder gemacht, ja, heute. Ja. Und genau da, ich weiß gar nicht mehr, ob's ich weiß noch, wo es war. Es war unten im eigenen Strafraum. Ja. Da hat er auch wieder einen Angriff von denen gut abgegrätscht. Ja, das war zweimal, genau. Da Ball erobert und das, ich weiß nicht, ob das der Knackpunkt war. Auf jeden Fall, um nochmal anzuschließen, an dem, was der Robert gesagt hat, also bis Mitte der 70. Minute eigentlich waren wir völlig von der Rolle. Da haben wir, ich rekapituliere nochmal, einen Kopfball an die Latte gekriegt, wo vielleicht Gebhardt noch rangekommen wäre. Der war relativ zentral, aber wieder gut gemacht. Dann nochmal Lakenmacher. Allein vorm Keeper gestanden, genau das gleiche wieder gehalten. Also der wird heute vielleicht von Gebhardt träumen, wenn es hochkommt. Ja, das stimmt. Da muss eigentlich, vielleicht hat er ihn ja nächstes Jahr im Training. In dieser Phase muss das 2-0 fallen. Und da werden sich die Löwen natürlich ärgern. Also ich würde mich auf jeden Fall als Löwenfan total ärgern, wenn ich da jetzt nur ein 1-1 rausmache aus diesem Spiel. Wir haben uns das fast selber vergeigt heute. Und dann, ja, sind wir einfach das beste Team in der letzten Viertelstunde. Der Daniel hat es auch wieder im Triumphpunkt gesagt. Das ist unsere Stärke, dass wir da vielleicht doch nicht den Kopf in den Sand stecken und dann muss es halt eine Standardsituation werden und die wurde es halt dann. Das haben mal die Löwen schlecht verteidigt, also das haben die Hintermannschaft, der Ball segelt, endlich einmal die erste Ecke, die auf den Elfer kommt oder auf den 5-Meter-Raum kommt. Die erste und dann ist es halt gleich drin. Ja, dann haben sie gleich die Zuordnung verpasst und dann fällt einfach der Ball gut auf den Kopf, muss man halt so sagen. Und dann musst du es noch gewinnen danach. Das ist ja das Wahnsinnige an dem Spiel. Da musst du es eigentlich noch gewinnen. Naja, also dieses Tor von Elias Huth, das war gefühlt der einzige Ball, den Jesper Verlaat nicht rausgeköpft hat. Der einzige Versuch. Sonst alle Flankenbälle, wenn sie denn vernünftig getreten waren. Der Bräunig, wo allein einschieben kann, dann in der 92. Minute und den Ball drüber segelt. Den habt ihr aber offensichtlich verschlafen. Den haben wir nicht verschlafen, ich war noch nicht so weit. Ja. Sorry, bin immer noch heiß. Denn der war nicht zum Köpfen, der war von Schönfelder aus Standardsituation heraus. Danach der zweite Ball, der kommt so halb hoch herein. Und Bräunig, für den ist der Ball ein bisschen zu schnell, weil der in Rücklage kommt und deshalb die Kugel nicht mehr richtig erwischt. Das ist dann natürlich die Chance zum endgültigen Lucky Punch. Aber da auch sogar wenn wir die Fanbrille aufhaben, müssen wir sagen, das Glück ist wahrscheinlich dann zu viel gewesen. Ja, schon, aber nach dem 1-1 hat das Stadion gebrannt. Ich glaube, ich muss sagen, das war wahrscheinlich das letzte Mal eine Stimmung hier im Jahnstadion, als wir gegen 60 in der Relegation gespielt haben. Ja, das ist richtig. Also ich kann mich nicht erinnern zwischendrin, dass das Stadion jemals so gebrannt hat. Und das wäre natürlich, ich hätte es sehr gerne erlebt, wenn wir einen von diesen zwei Eckbällen, die dann wirklich auch noch eine Frechheit waren, wie die getreten waren, nachdem du hast in der 94. Minute, kriegst du noch ein, zwei Eckbälle. Und jeder weiß, wenn die in Konter gehen, pfeift der Schiri das ab, du hast kein Risiko und dann spielst du wieder so einen Rotz-Arschloch-Ball an die Fünfer-Kante, kriegst sogar noch den zweiten und der zweite ist genau der gleiche Rotz-Arschloch-Kurzball. Also, ich weiß nicht, wer ihn getreten hat von rechts. Ansbach. Ja, also Ansbach, ich würde dich morgen die ganze Zeit den Ziegelsberg hoch und runterlaufen lassen, wenn ich Trainer wäre, weil das ist eine Frechheit. Gut, so eine Aktion wie im Grünwalder Stadion im Hinspiel durch Eisenhut irgendwie in der allerletzten Sekunde noch ein Tor. Das wäre heute eigentlich ehrlich gesagt des Glücks zu viel gewesen. Nee, das Stadion wäre abbrannt. Das muss man sagen. Natürlich hätten wir uns alle überschlagen auf den Rängen, aber wir hatten jetzt 4 Punkte bei den Löwen, wo ich sage, eigentlich 1-2 hätten wir vielleicht quasi verdient gehabt. Insofern muss man heute mal zufrieden sein und nächste Woche wieder voll angreifen gegen Ulm. Da zählt's dann auf jeden Fall. Und psychologisch schon wichtig, dass wir heute nicht verloren haben. Das hätte so wehgetan wieder mal. Und psychologisch, glaube ich, auch nochmal brutal wichtig, dass du zurückkommst. Ja. Weil, ich meine, du hättest auch untergehen können nach dem Tor, diese 15 Minuten, wo wir wirklich völlig von der Rolle waren. Und dann hat er eigentlich auch wieder das Unentschied oder das Tor eingewechselt. Huth, ja auch in unserer Discord-Community nicht immer unumstritten, aber er ist halt auch ein Brecher. Und Brecher brauchst du dann bei solchen Spielen. Und da war er richtig gestanden bei der Ecke. Und ich hätte mir auch vorstellen können, wenn die anderen zwei Ecken besser gedreht werden, dass er auch nochmal richtig steht. Aber das Zurückkommen, wie du schon sagst, ich glaube, damit können wir uns jetzt halt hochziehen, befreit nach Ulm fahren. Vielleicht lässt Dresden heute Abend ja noch ein paar Punkte liegen und dann sieht die Tabelle trotzdem gut aus. 7 Punkte nach 3 Spielen hätte ich vor der letzten Podcast-Episode mehr als nur mitgenommen. Das nehmen wir dankbar mit. Gibt auch noch eine interessante Zahl dazu. Wer nach 32 Spieltagen, also vor dieser Partie heute, 60 Punkte hatte, der ist zu 78% dann am Ende auch aufgestiegen. Also mehr als eine Dreiviertelchance für den SSV Jahn, das Ding noch zu rocken. Der Punkt heute war wichtig, aber es stehen die Topspiele bevor. 1-2, Ulm gegen Regensburg, dann kommt Dresden hier ins Jahnstadion. Also Joe Ennox und die Mannschaft werden wissen, dass dieser Punkt da nur der Anfang sein kann. Und er hat heute auch
Er hat einiges gesehen, mit dem er zufrieden sein kann. Er hat allerdings auch sehr, sehr viele Dinge gesehen, die Verbesserungspotenzial birgen und die Mannschaften wie Ulm oder Dresden auch definitiv nutzen werden. Allerdings wird sich vermutlich Ulm nicht so hinten reinstellen wie 60. Da wird es wahrscheinlich noch die ein oder andere bessere Chance für uns geben, glaube ich. Und die musst halt dann mal eiskalt nutzen. Insofern bin ich gespannt, wie sich der Jan nächste Woche schlägt. Hoffentlich vor 1500 Jan-Fans. Hoffentlich Auswärtskontingent voll ausreizen. Und dann schauen wir mal. Schönes Schlusswort. Cibri, bis in Ulm. Ciao. Servus. Aber 60 bleibt dran. Kämpft sich gleich wieder den Ball jetzt über links mit Lakenmacher. Der jetzt am 16er ist. Oh, durchgespielt. Sehr, sehr stark gemacht. Und das muss das Tor sein für 60. Aber Gebhardt ist da. Lakenmacher. Aus 8 Metern komplett freistehend. Also wenn Sie sich das später mal angucken, wenn ihr euch das anguckt, dann werdet ihr genauso reagieren. Den muss Lakenmacher machen. Nächste gute Chance für die Löwen, die jetzt auch wieder bräunig anlaufen in Form von Guttau. Der mal mit der Idee, langer Ball in die Spitze auf Kota, der in so einem 16 ist. Ah, der verstolpert wieder. Ah, heute nicht ganz noch fit. Kota vorhin schon ins Ausgedribbelt, jetzt wieder ins Seitenaus. Sei es drum. Wenn er da vielleicht den Querpass gebracht hätte, wäre es eine Top-Chance gewesen für den Jan. Und so gibt es den Abstoß für die Löwen. Wieder ist es Geipel, der tritt, aber auch wieder nicht wirklich reingeflankt. Aber der Abballer landet bei Kota. Ja, der zieht nächstes Mal ab, immerhin. Ball am langen Eck vorbei, 1 Meter vielleicht, 2 Meter vielleicht entfernt. Kein schlechter Versuch von Kota, als Schlenzer gedacht. Dieses Ding können wir zumindest mal in die Akte Torschance heften beim SSV Jan. Deshalb Einwurf für 60. Wieder mit Kilian Ludewig, rechts Außenverteidiger, findet da Guttau. Ah, die Geipel sehr schön dazwischen, behauptet den Ball. Oh, da gibt es eine Reiberei hier in der Mittelfeld. An die Geipel und Guttau da geraten aneinander. Ich habe da auch einen Schlag gesehen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht von wem. Ah, so einen Rempler an die Geipel gibt jetzt auch, kriegt jetzt auch die Gelbe. Ah, da gab es durchaus Gesprächsbedarf zwischen den beiden. Sehr undurchsichtig, aber nur dann die gelbe Karte für Andi Geipel. Dafür, dass der Jan vorerst den Ballbesitz bleibt, bevor Salah den Fehler macht auf der rechten Seite. Eliop Muteba, viel Platz für den TSV 1860 München. Guttau rüber auf die rechte Seite. Schön gemacht, die Riesenchance und das Tor für 60 München. Super ausgespielter Konter der Gäste. Und am Ende ist es Moritz Schröter, der Felix Gebhardt im Kurzneck flach überwinden kann. Einen einzigen Sieg. Unter anderem gab es auch eine Niederlage in Freiburg und jetzt die Chance für Noah Ganaus, der durch eine Flanke von der linken Seite von Oskar Schönfelder bedient wird. Dann am rechten 5-Meter-Eck aus spitzem Winkel noch zum Abschluss kommt, dann allerdings nur das Außennetz trifft. Aber Flo, die erste wirklich gefährliche Situation für das Tor von Marco Hiller. Wieder hängen dem Sechser des TSV 1860 München, bringt sich gut in Position. Dominik Kota macht dann allerdings viel zu wenig draus. Jetzt Lakenmacher, der sich in Position bringt. Wird gefoult, aber Guttau noch am Ball. Guttau, zentrale Position. Julian Guttau über die Kiste dann mit seinem starken linken Fuß. Allerdings somit kein Problem für Felix Gebhardt. Aber wieder ein Beispiel dafür, dass 60 schnell umschalten kann, wenn man ihnen die Chance gibt. Man könnte auch sagen, der Jan wird hier mit seinen eigenen Waffen bekämpft und nach aktuellem Stand auch geschlagen. Und jetzt ist es auch Kota, der die in Ecke tritt, weil der etatmäßige Schütze Geipel ausgewechselt wurde. Vielleicht macht das besser, denn die von Geipel waren wenig berauschend. Er wird es mir hoffentlich verzeihen, wenn ich ihn nicht loben kann, was die Donuts angeht. Ball kommt und Tor! Tor! Und da ist Elias Huth voll auf den Kopf getreten, ich hab's gesagt. Und der Daniel ist ein stiller Genießer.